Falls ihr diese Ausgaben regelmäßig schaut, dann wisst ihr, ich habe in den letzten Wochen wiederholt versucht, gemeinsam mit Fettes Brot ihren Song als Cover aufzunehmen. Diesmal in der Version Lass die Finger von russischen Aktien und habe in dieser Zeit immer wieder gesagt, ich wäre sehr vorsichtig derzeit mit russischen Aktien. Jetzt habe ich gestern mir die Videos von Herrn Lars Eriksen angeschaut und habe festgestellt, dass Herr Eriksen Totalverluste mit einer Aktie erlitten hat, nämlich mit der Sberbank. Gut, dass das Herrn Eriksen passiert ist, ist, finde ich, seine Sache. Auch die Art, wie Herr Eriksen damit umgeht und er sagt, also die allermeisten Experten haben es nicht ahnen können und ich habe es deswegen auch nicht ahnen können. Die Art des Umgangs damit ist ebenfalls seine Sache und deswegen möchte ich mich weniger damit beschäftigen. Das, was ich viel wichtiger finde, ist, dass ich meinen eigenen Zuschauern etwas mit auf den Weg gebe für den Fall, dass sie auch die Aussagen von Herrn Eriksen geschaut haben. Denn Herr Eriksen sagt selbst, er habe in seinem gesamten Portfolio nie mehr als 3% an Aktien insgesamt aus Russland gehalten, weil ihm Russland insgesamt viel zu spekulativ sei. Und in der Ausgabe davor sagte aber auch, oder danach sagte aber auch, dass sie mit der Sberbank einen Totalverlust erlitten hätten. Man hätte es nicht kommen sehen können, lasse ich stehen, bin ich anderer Meinung. Er sagt aber auch, es ist nur ein Vierzehntel dieses Depots, was verloren gegangen ist. Also ein Vierzehntel klingt ja so, ein Vierzehntel, das sind immer noch mehr als 7% in eine einzelne Aktie. Und zwar, wie, ich zitiere Herrn Eriksen, eine Aktie aus einem hochspekulativen Land. Und ich bin deswegen so überrascht, weil Herr Eriksen immer wieder darüber spricht, wie wichtig Diversifikation ist und er selbst diversifiziert, offensichtlich dann das aber anders macht. Nochmals, es ist seine Arbeit, das respektiere ich, das ist seine Art der Geldanlage, das brauche ich nicht in Frage zu stellen. Allerdings 7% in so hochspekulative Werte zu stecken, ist aus meiner Sicht, ist meine rein subjektive Meinung, kein verantwortungsvoller Umgang mit Vermögenswerten. Jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, ja, aber Herr Eriksen hat ja ganz viele Depots und nur in einem der vielen Depots hat das 7% ausgemacht. Und dann würden wir jetzt seit weit gehen uns fragen, warum braucht man eigentlich sehr viele Depots? Also wir haben zum Beispiel nur ein Depot. Und was sind die Motive, so etwas zu machen? Und deswegen, mir ist eines ganz wichtig. Ich halte es für wichtig, wenn einem Investor so ein Totalverlust passiert, dass man nicht so macht und sagt, es war nicht vorherzusehen, sondern es ist wichtig, dass man darüber nachdenkt, was habe ich nicht beachtet und wo ist meine Aufgabe? Und ich habe gestern euch gesagt, da habe ich in die Kamera geguckt und gesagt, hey, wenn ihr das hören wollt, was ihr hören wollt, dann seid ihr hier falsch. Und deswegen glaube ich, alle anderen, die auch Totalverluste erlitten haben, tun gut daran. Und das ist die wichtigste Message für mich. Jetzt nicht zu sagen, tja, Pech gehabt, konnte man nichts machen. Nicht Pech gehabt. Leider nicht die Hausaufgaben gemacht und eventuell auch das Risk Management nicht im Griff gehabt. Und es heißt immer wieder so schön, jeder kann mal einen Fehler machen. Machst du denselben Fehler zweimal, dann ist es Dummheit. Achtet auf euch selbst, dass ihr in solchen Situationen euch nicht in Schwierigkeiten bringt, sondern wie ich immer wieder sage, bitte im wahren Leben mutig sein. Bitte im wahren Leben, wenn ihr seht, dass zwei Leute einen schlagen, hoffentlich haben wir alle den Mut und legen uns einfach auf den Körper desjenigen, der geschlagen wird. Das hilft dann schon meistens, weil dann die Angreifer aufhören. Und wenn es drei sind, hoffentlich auch. Aber an der Börse, wenn zwei auf einen einprügeln, dann prügelt ihr mit darauf ein. Und versucht nicht, denjenigen zu schützen. Das
gilt es zu lernen. Bitte bringt euer Geld nicht in Schwierigkeiten. Punkt. Herr Paul hat gestern im Grunde genommen das gesagt, was der Markt erwartet hat. Denn er hat noch ganz offiziell gesagt, also mein Vorschlag ist, dass wir die Zinsen im März um 25 Basispunkte anheben, also 0,25%. Und dass er das so offen ausgesprochen hat, hat natürlich dafür gesorgt, dass der Markt weiß, okay, alles klar, Fed wird die Sitzung, die Pressekonferenz wird aller Voraussicht nach ein Non-Event werden. Jetzt ist es aber so, dass nach den Aussagen von Herrn Paul der S&P 500 ein deutliches Plus gemacht hat. 90% der Aktien haben Plus gemacht, alle Sektoren waren im Plus. Und dann wird man doch jetzt denken müssen, der hat doch jetzt dem Markt was ganz Neues gesagt. Und weil er es geschafft hat, dem Markt etwas ganz Neues zu sagen, ist diese Bewegung zustande gekommen. Nur haben schon vorher über 90% aller Marktteilnehmer damit gerechnet, dass die Fed nur 25 Basispunkte machen wird. Und Herr Paul hat zwar den Satz gesagt, unsere Aufgabe ist es, für Finanzstabilität zu sorgen, nicht für mehr Unsicherheit. Und damit hat er gesagt, ja, ich verstehe eure Sorgen, aber, und das ist meine persönliche Annahme, im Moment stelle ich fest, es kommen Unternehmen raus und bringen schlechte Zahlen. Nicht gut. Die werden etwas abgestraft. Hätten sie das vor 3 Wochen gemacht, hätten sie das vor 5 Wochen gemacht, zackabäm. Kommen gute Nachrichten hingegen rein, zackatum. Und das haben wir auch gesehen, als wir letzte Woche Freitag die PCE-Daten gesehen haben, nämlich Kerninflation plus Produzentenpreise. Das waren die höchsten Daten seit langer, langer Zeit. Die sind nur in den Erwartungen ausgefallen. Und die Tatsache, dass sie nur in den Erwartungen ausgefallen sind, hat dafür gesorgt, dass der Markt eine Rallye gemacht hat. Also keine katastrophalen Zahlen. Okay, lass mal Gas geben. Und deswegen, wir kriegen nächste Woche auch die Inflationsdaten und wir haben den höchsten Anstieg von Rohstoffpreisen innerhalb einer Woche seit den 60er Jahren, nämlich um mehr als 8%. Und ich habe meinen Ohren nicht getraut, als ich gestern auf CNBC hörte, dass Kohle in Europa allein innerhalb eines Tages, es war glaube ich an der Börse in den Niederlanden, um 118% gestiegen ist, innerhalb eines Tages. Und der Grund, warum ich euch das sage, ist, ich behaupte, der Markt geht davon aus, dass die Inflationsdaten noch höher ausfallen könnten. Und für den Fall, dass die Inflationsdaten nur richtig schön katastrophal sind und nicht, ich weiß nicht, noch total verheerend sind, könnte es sein, dass der Markt einen kleinen Dip macht und dann wieder anfängt zu steigen, weil er das schon eingepreist hat. Falls aber die Inflationsdaten dafür sorgen, dass der Markt deutlich unter Druck gerät, dann ist diese Theorie, die ich hier aufstelle, komplett passé. Das, was ich hier gerade von mir gebe, ist meine Meinung und ist aus meiner Sicht nicht zu handeln, sondern nur im Gesamtbild zu sehen, dass ich euch gesagt habe, ich finde, der Nasdaq ist im Bereich einer großen Unterstützung. Wir haben viel Volumen am Tief gesehen. Ich finde, der S&P 500 hatte im Bereich der 4000 eine sehr große Unterstützung, hat jetzt bis jetzt am Tief die 4.1 gesehen. Und dass die US-amerikanischen Märkte das Potenzial haben, in dieser Zone, im Bereich der Tiefs von letzter Woche, dann ihre Tiefs gesehen zu haben. Passé ist es, wenn wir CPI-Daten bekommen und der Markt deutlich unter Druck gerät oder falls der Markt jetzt andere Gründe findet, um nochmal abverkauft zu werden. Ich gucke mal, wie wir gerade vorbörslich stehen. Weitestgehend unverändert, plus 0,6% beim S&P, beim Nasdaq und beim Dow Jones. Und ich gucke nochmal einmal, wenn ihr mir die Zeit bitte erlaubt, Europa, der DAX unverändert im Bereich, weiterhin im Kampf rund um die 14.000. Ich persönlich sehe diese erhöhte Volatilität im Markt aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzung, die wir in Europa sehen,
und nicht wegen der Inflation. Und ich denke, dass diese erhöhte Inflation eher zeigt, dass Anleger nervös sind. Und deswegen haben wir teilweise den Dow Abverkauf von 500%. Und das sind dann die schwachen Bullen und dann kommen dann wieder Investoren rein und kaufen das. Ist meine aktuelle Theorie. Es wird sich beweisen müssen. Die Tatsache ist aber auch, und das müssen wir wissen, dass Herr Paul gesagt hat, vielleicht müsse man zu einem späteren Zeitpunkt 0,5 Basispunkte die Zinsen anheben. Entschuldigung, 50 Basispunkte, 0,5%. Und er hat gesagt, es gibt vier Gründe, warum die Inflation nachlassen könnte. Die Nachfrage sinkt, das Angebot steigt, die systemrelevante fiskale Unterstützung spielt keine so große Rolle oder die Fed. Das heißt, er hofft nach wie vor, dass sinkende Nachfrage, besseres Angebot und nachlassende Wirkungen der fiskalen Unterstützung ihm bei der Inflation helfen. Ich persönlich befürchte, da habe ich keine Meinung, die ich mit einer guten Wahrscheinlichkeit aussagen kann. Ich persönlich befürchte, es wird immer mehr die Fed brauchen, auch wenn es noch 5 Millionen offene Stellen in den USA gibt. Und ich glaube, man jetzt argumentieren könnte, gut, die Fed kann ja immer noch die Zinsen anheben, aber es wird nicht dafür sorgen, dass alle offenen Stellen verschwunden sind. Das heißt, dass die Wirtschaft weiterhin funktionieren kann. Glaube ich, dass die drei anderen Faktoren eine untergeordnete Rolle spielen, weil mittlerweile die Inflation, wie ich sage, klebend geworden ist. Dann lasst uns einmal auf die deutsche Merck schauen und die Merck KGaA hat jetzt zum dritten Mal in Folge die Erwartungen des Marktes, also drittes Jahr in Folge, übertroffen, hat einen Umsatz plus von plus 12,3% gemacht, trotz negativer Währungseffekte, hat einen Gewinn von 3,07 Milliarden Euro gemacht, im Vorjahr waren es 1,99, das ist ein Plus von 30%. Die City sagt, der Ausblick sei stark und deswegen empfiehlt die City die Aktie zum Kauf. Das tue ich für mich selber nicht und ich will die Aktie nicht kaufen. Auch wenn die Dividende um 45 Cent steigt auf 1,85. Denn, ich verrate euch was. Ich habe bestimmt 30 Minuten damit zugebracht, rauszukriegen, was der Ausblick des Unternehmens gewesen ist. Und zwar in Zahlen. Und ich habe es nicht gefunden. Und dachte ich mir, dann kann ich nicht über die Aktie sprechen, weil ich das nicht sagen kann. Bis ich eine Analystenstimme gefunden habe, die das gleiche Problem hatte wie ich. Und zwar sagte die Analystenstimme, es ist nicht quantifiziert worden, wie das Wachstum im nächsten Jahr sein soll, sondern es ist nur eine qualitative Aussage getroffen worden. Und dann habe ich gesagt, ja, das gleiche Problem habe ich auch, Kumpel. Und deswegen hat er gesagt, er kann nicht bewerten, was wirklich die Aktie wert ist. Denn Merck CEO sagt, wir sehen ein starkes Wachstum. Er sagt, wir sehen einen starken Anstieg des Cashflows. Und die einzigen Zahlen, die ich habe, ist, dass die Währungseffekte, ich glaube, 1% beim Umsatz sich positiv auswirken sollten und beim Ergebnis 2 bis 5%. Also ich kann euch jetzt sagen, wie das aktuelle KGV ist, so ungefähr so roundabout 28, 27. Gut, aber was ist denn jetzt das erwartete KGV am Ende des Jahres? Und keiner weiß es. Und wenn das keiner weiß und wenn wir eine Aktie haben, die vom Corona-Tief von 60 Euro auf 240 hochgegangen ist, da muss ich euch sagen, da kaufe ich ja die Katze im Sack. Also ich bewundere die City, dass sie sagt, ja, ist ein Kauf, vielleicht haben sie doch ganze Zahlen. Aber kein Ausblick, keine Kekse. So, jetzt könnte man dazu sagen, ja, aber die Apple-Aktie gibt auch keinen Ausblick. So, dann was willst du machen? Das stimmt, Apple gibt keinen Ausblick, Apple gibt nie einen Ausblick. Allerdings sagt Apple zum Beispiel so etwas wie, wir werden ein Rekordquartal kriegen. Wir werden das stärkste Quartal bekommen, das wir je hatten im dritten Quartal und so weiter. Und deswegen muss ich sagen, also ich tue mich schwer. Würde jetzt die Aktien KGV haben von, keine Ahnung, 20, dann würde ich sagen, starkes Wachstum, Aktie günstig, Ausblick ist positiv, lass mal machen. So, nein, ich nicht. Jetzt muss man Folgendes dazu sagen.
wenn wir nicht die gesamte Anstiegswelle sehen, sondern nur die letzte Anstiegswelle, dann ist die 61er Fib Retracement Marke im Bereich von 170 im Wochenchart zu sehen. Und entweder ist es so, dass Merck hier derzeit eine bärische Konsolidierung macht, in Form einer Bärenflagge. Also das ist der Absturz und das ist die Konsolidierung und der will noch einen draufsetzen. Okay. Oder die andere Möglichkeit ist natürlich, dass die Merck-Aktie hier versucht, einen Boden zu bilden. So, für den Fall, dass die Merck-Aktie es schafft, hier über diese horizontale 180 drüber zu gehen, die 20-Tage-Linie zu schwächen und dann wieder zurückkommt, so in Richtung 180, 170, dann ist es eine spekulative und mittelfristige Zone, die man in Richtung 200 handeln könnte, meiner Meinung nach, um langfristig reinzugehen. Ja, nee, also ich möchte nicht. Das heißt, also wenn ich denn jetzt das unbedingt kaufen sollte, dann würde ich sagen, so die Zone um die 145. Ich sage nicht, dass Merck das macht. Ich sage ja immer, handeln, investieren ist so, wie sich verabreden. Nur, dass man der Börse sagt, ey Börse, du kommst dahin, ich bin dabei. Du kommst nicht dahin, hey, keine Verabredung. So ganz einfache Kiste. Das heißt, falls Merck dahin kommt, in Richtung 150, falls die 200-Wochen-Linie höher kommt, dann sich der beiden da treffen, dann wäre das für mich so knapp unter der 150 eine interessante Zone. Das Stand jetzt. Keine Ahnung, stellt euch vor, es kommt jetzt noch ein Quartalszahlen in 3 Monaten und die Zahlen sind Bombe und die Aktie ist immer noch bei 170. Dann bewerte ich natürlich dieses Unternehmen neu. Dann haben wir Zahlen von der Lufthansa gesehen. Und ihr wisst, ich habe einige Airlines in meinem Portfolio, die Lufthansa nicht. Und da muss man Folgendes dazu sagen. Also bei den Airlines, es kommt mir so ein bisschen vor wie bei Tom und Jerry oder wie Speedy Gonzales und dieser Coyote. Wer war eigentlich jetzt die Katze und wer war die Maus? Tom ist die Katze. Tom ist die Katze. Okay, alles klar. Das heißt, die Airlines sind so ein bisschen so Tom oder dieser Coyote, der versucht, Speedy Gonzales zu erwischen. Also die können machen, was sie wollen, am Ende kriegen sie auf die Fresse. Also erst war es dann die erste Pandemiewelle, dann wurde es besser, dann kam die zweite Pandemiewelle, dann wurde es besser, dann kam Omikron. Jetzt haben sie Omikron überstanden und jetzt war es so, ja, Menschen wollen verreisen, let's go. Und jetzt ist natürlich dieser extrem starke Anstieg des Ölpreises plus es ist so, dass die Lufthansa nicht über das russische Gebiet fliegen kann. Das heißt, Flüge Richtung Asien müssen das russische Gebiet umfliegen. Ist teurer, dauert länger. Teilweise sind sogar Zwischenlandungen fürs Tanken und Wechsel der Kabinencrew womöglich notwendig. Und deswegen sagt auch die Lufthansa, kein Ausblick. Und wenn es keinen Ausblick gibt, dann ist es natürlich wieder schwierig, die Aktie zu bewerten. Umsatzseitig im Vergleich zum Vorjahr 118% mehr gemacht. Verlust um 50% reduziert, beim Umsatz auch deutlich die Erwartungen der Analysten übertroffen, aber ein hochverschuldetes Unternehmen, das leider nicht in der Lage ist, zu sagen, wann sie zumindest auf EBITDA-Basis wieder profitabel sind, ist natürlich auch sehr schwer zu bewerten. Positiv muss ich sagen, die Bewegungen, die ich hier im Tageschart bei Lufthansa sehe, das sind so impulsive Bewegungen. Das heißt, eine Aktie, die so Rallyes macht von 33% in 15 Tagen oder 39% in einem Monat und 17 Tagen, sind aus meiner Sicht eher positiv. Diese erhöhten Volumina nach einem langen Ausverkauf. Ja klar, wenn eine Aktie tiefer kommt, dann nimmt natürlich auch das Volumen zu, weil die Aktie günstiger ist und mehr Stücke gehandelt werden. Trotzdem ist es schon, finde ich, sehr signifikant, wie viel hier gehandelt worden ist. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht irgendeinen Tag habe mit auslaufenden Optionen und dann sage ich, das ist, also das wird bestimmt der Tag gewesen sein, an dem sie die Anleihen rausgebracht haben oder einen anderen Grund gehabt haben. Ich bin mir bei der Kerze nicht sicher. Aber man sieht es hier, man sieht es hier, man sieht, dass wir hier insgesamt etwas höheres Volumen haben als da. So, das finde ich positiv, das erhöhte Volumen. Rein technisch gesprochen muss man sagen, das ist ein Ausverkauf und der Markt konsolidiert das in einem Trendkanal. Das heißt, damit wir von einer längerfristigen Bodenbildung sprechen, müsste die Lufthansa-Aktie die 39 rausnehmen, die 20-Wochen-Linie rausnehmen, vielleicht sogar die 10 rausnehmen, dann ist eine Bodenbildung da.
dann natürlich habt ihr dem Markt jetzt 30% Performance geschenkt. Nur lauft ihr deutlich weniger Gefahr, ins Geldgefängnis zu kommen, also hier zu kaufen, und die Aktie würde gegebenenfalls deutlich weiter runtergehen. Und apropos Geldgefängnis, Morgan Stanley hat Intel-Aktie herabgestuft auf Untergewichten, sie hatten es vorher auf Halten, und sie sagen, der Grund dafür sei, dass sie per se die vielen Investitionen, die Intel vorhat, positiv finden. Allerdings ist Intel eher ein Value. Und es gibt viele Wachstumstitel, die deutlich an KGV verloren haben. Und es gibt Werte, die derzeit eine bessere Entwicklung haben können als Intel. Und das Geld sei also in einer anderen Aktie besser angelegt, weil sie davon ausgehen, dass es noch Jahre dauern wird, bis Intel in der Lage sein wird, diese Ziele, die sie sich gesteckt haben, auch in die Tat umzusetzen, um dann am Ende des Tages umsatzseitig, gewinnseitig, margenseitig Sprünge nach oben zu machen. Und das ist genau der Grund, warum ich Intel nicht habe. Ich gucke mir die ganze Zeit Intel an und sage, ja, ich finde die Tatsache, dass Intel jetzt sehr stark investiert, super. Allerdings, denk zum Beispiel an die Microsoft-Aktie. Die haben einmal Internet verschlafen, haben dann aber bei der Cloud, waren sie wieder da. Und wenn es Intel gelingt, dann kann Intel wieder da sein. Es wird dauern. Wenn jetzt jemand sagt, ach, wenn ich nach Hause komme und die Tür aufmache, dann fliegen mir nur die Scheine so entgegen und ich weiß nicht wohin damit und diese blöde Inflation. Und meine Frau hat auch keine Zeit, zur Bank zu gehen und da gibt es ja nur Einlagenzins. Ja klar, dann kann man auch eine Intel-Aktie kaufen. Für mich ist die Aktie derzeit nicht interessant. Und wenn man sich das charttechnisch anschaut, dann sind wir im Bereich einer horizontalen Unterstützung bei $44. Aber meiner Meinung nach ist so die Maximalunterstützung noch ein bisschen tiefer, nämlich so um die $36 bis $32. Und zwar hier, seht ihr diese Horizontale, und da haben wir die 200-Monat-Linie, die hier gerade verläuft, und die wird dazu kommen. Nur glaube ich ehrlicherweise, wenn die Intel-Aktie auf $36 fällt, da gibt es noch ein paar andere Aktien, die auch schon sehr günstig sind, und ich glaube, auch dann würde ich dann mich eher für die andere entscheiden. Ich mag falsch liegen, ich will gerade derzeit die Aktie nicht auf der Long-Seite handeln und ich will auch nicht da rein investieren. So viel von heute. Ich freue mich schon auf die ganzen Hasskommentare, weil ich etwas Negatives über Herrn Eriksen gesagt habe. Ich habe es gesagt, ich freue mich auf die Kommentare. In diesem Sinne, gehabt euch wohl.